So, grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute dreht sich alles um das Thema Abbau von Ochsbau. Mein Name ist Tamara Ganz, ich bin Produktmanagerin bei der Firma Ochsept am Standort in Kemptal. Ich bin heute dabei als Co-Moderatorin. Sie haben nämlich während dem ganzen Webinar die Chance, uns Ihre Fragen entsprechend in den Chat hineinzustellen. Wir werden während dem Webinar versuchen, gerade direkt auf die Fragen eingehen und allenfalls bleibt uns am Schluss noch ein bisschen Zeit übrig. Oder die möchten, sind wir sicher auch noch ein paar Minuten länger da, um entsprechende Fragen zu beantworten. Wir werden das Webinar auch aufzeichnen. Das heisst, wir werden Ihnen im Nachgang nächste Woche die Aufzeichnung sowie auch die Folie, alles, was Sie jetzt sehen, entsprechend zur Verfügung stellen. Sie können sich das gerne nochmal alles in Ruhe anschauen oder auch mit Ihren Kollegen teilen. Und falls Sie dann Fragen haben, natürlich jederzeit gerne nochmal auf uns zukommen. Gut, soweit zu mir. Dann durch die Demo wird Sie aber heute unseren Bauexperten begleiten. Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dardan Halitti, ich bin Softwareberater seit ca. 3 Jahren bei der Firma Ochsept. Ich habe vor der Ochsept auch 5 Jahre Erfahrungen gesammelt in der Baubranche und dort auch viel mit Abacus gearbeitet und auch im Bau. Tätig bin ich in der wertschöpfenden Modul, heisst nicht nur der Bau, sondern weitere Module, die uns zur Verfügung stehen im Abacus, wie zum Beispiel Projektverwaltung und SVM bzw. Service- und Vertragsmanagement etc. Ja. Sehr gut, alles klar. Dann würden wir noch ganz kurz ein paar Worte über die Ochsept verlieren. Wir haben gesehen, es hat auch entsprechende Interessenten dabei, die wir noch nicht zu unseren Kunden erzählen dürfen, die uns noch nicht so gut kennen. Darum noch ganz, ganz kurz ein paar Worte über uns. Wir haben letztes Jahr unser 15-jähriges Jubiläum feiern. Wir sind an 4 Standorten über die Deutschschweiz hinweg vertreten. Wir sind in Bern-Schönbühl, in Basel-Brotterle, in Zürich-Kemptal, von wo wir aus das Webinar gerade live schalten. Und dann sind wir noch in St. Gallen. Alles zusammen sind wir auch schon über 160 Mitarbeitende. Wir führen jedes Jahr zahlreiche Projekte durch, unter anderem eben auch Bauprojekte. Wir sind jetzt gerade dieses Jahr über die ganze Ochsept hinweg 4 Bauprojekte Go Live gegangen, ab dem 1.1. Wir dürfen über 1'500 zufriedene Kunden zählen. Wir vertreiben grundsätzlich die ganze Abacus-Palette, sind auch dort einer der grössten Vertriebspartner, die es gibt. Wir sind seit 2008 Abacus Goldpartner. Das ist die höchste Auszeichnung, die man entsprechend hat. Was uns ein bisschen speziell macht, sind entsprechend unsere Innovationslösungen, wo wir eben unter anderem auch im Baubereich unterwegs sind. Gut, soweit so gut zur Ochsept, Dardan. Dann würde ich doch gerne dir übergeben, für, dass wir wirklich ins Thema eintauchen. Danke vielmals. Genau, als erstes in der Folie ist eigentlich, was ist der Unterschied zwischen Abbau und Ochsbau? Abbau ist die ganze Applikation, die uns im Abacus oder von Abacus zur Verfügung steht, um alle Funktionen nutzen in dem bautechnischen Bereich. Zum Unterschied zum Ochsbau. Ochsbau ist eigentlich unser Basismandant, wo wir konzipiert haben, also gestützt auf die Erfahrungen von unseren Kunden, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel der GAF. Der ist schon integriert. Das ist eigentlich eine voll integrierte Gesamtlösung, wo wir auch diverse Prozesse angepasst haben, gemäss den Anforderungen im Baubereich. Der Ochsbau-Basismandant, den nutzen wir eigentlich, wir gehen immer in den Projekteinführungen auf den ein. Das heisst, wir starten mit dem Basismandant im Ochsbau und würden dort darauf aufbauen, gemäss den Anforderungen, die uns der Kunde stellt. Also entsprechend, Abbau ist ein Teil von Ochsbau und Bau ist die Gesamtlösung und Abbau entsprechend das Modul, dass genau. Man das so versteht. Wunderbar. Gut, was erwartet uns heute? Wir werden starten eigentlich mit den Offerten. Die Offerte kommt rein, sei es via Ausschreibung, wo wir sie holen mit der Schnittstelle oder per Mail. Wir würden die miteinander kalkulieren. Den Offertdruck würde ich dann anzeigen. Dort würden wir dann umwandeln in einen Bauauftrag. Machen miteinander auch einen Nachtrag, um das noch aufzuzeigen. Und schlussendlich würden wir noch fakturieren. Und den Prozess würden wir noch miteinander anschauen. Was ich da noch dazu sagen möchte, ist, der Tagesrapport haben wir ausgelassen in unserer Präsentation, da ein Webinar stattfinden wird, extra für den Tagesrapport, dann im Mai. Genau. Da werden wir dann am Schluss noch dazu kommen.
Genau, also wir werden jetzt heute keine Applikation ab und Bau zeigen. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, wir könnten da einen ganzen Tag zeigen, was Abacus alles bietet. Wir werden uns beschränkt so ein bisschen auf die Kernapplikation, in dem Sinne auf die wichtigen Sachen entsprechend da und werden Ihnen aber auch noch ein paar weitere Highlights zeigen. Es sind sicher nicht alle, aber wir haben ein paar Sachen rausgesucht, oder dort. Genau. Fang mal an bei BIM Plus. Abacus ist schon länger in Zusammenarbeit mit Altplan dran, die Schnittstelle zu implementieren. Haben auch schon vieles geschafft. Da würde ich gerne etwas zeigen nachher in der Demo. Da geht es mehr darum, dass ich eigentlich über den CAD kann ein eigenes Leistungsverzeichnis erstellen kann. Der zweite Punkt, BlueBeam. BlueBeam ist Abacus auch dran, beziehungsweise haben auch schon eine Lösung, haben es schon präsentiert neu für die Version 22. Da geht es darum, dass der Kalkulator, beziehungsweise der, der nachher das Ausmaß macht, eigentlich über Zeichnung in einem PDF über BlueBeam sein Ausmaß kann erstellen. Wird dann so sein, dass er eigentlich seine Positionen zuweist und das Ausmaß in der Zeichnung macht. Und das importiert ins Abacus. Und so müssen wir dann auch im Abacus nicht mehr manuell sein Ausmaß erfassen, sondern können das direkt über die Zeichnung vornehmen. Gut. Ich würde sagen, soweit von der Folie, dann interessieren sich alle für das System direkt und wir schalten doch gerade auf deinem Bildschirm dort an. Da ich nicht weiss, wer alles mit Abacus schafft, habe ich jetzt mal das Menü offen. Das Menü sieht so aus. Abacus schafft viel mit Projektstrukturen und auch Modulstrukturen in einer Baumstruktur rein. Ich habe jetzt hier meine Favoriten im Bauablauf eingefügt, da wo wir uns heute befinden werden. Habe da auch schon etwas offen. Wir fangen sonst gerade direkt an bei den Offerten. Habe da mal ein Projekt bzw. Offerten erstellt. Ich glaube, wichtig ist noch zu sagen, wir arbeiten jetzt gerade aktuell mit einem kleinen Laptop. Also bitte verschrecken Sie nicht, wenn da alles ein bisschen komprimiert ist. Logischerweise arbeitet man sonst mit grossen Bildschirmen und dann sieht das auch nicht jetzt so ein bisschen komprimiert oder verdruckt aus. Also bitte nicht von diesem Eindruck jetzt täuschen lassen, sondern ich glaube, Sie kennen es alle, wir heutzutage arbeiten mit grossen Bildschirmen, wenn schon nicht mit zwei, so wie es du bei deinen Kunden schon kennst. Dann, oder? Ja, genau, dann fällt auch das Scrollen da, fällt dann aus, sobald ich mit meinem grossen Bildschirm arbeite. Da ist jetzt wirklich auf meinem kleinen Laptop drum ein bisschen eng, das Ganze. Ich habe hier eigentlich eine Baumstruktur, wie schon gesagt, aber Kuss schafft viel mit diesen Baumstrukturen. Ich habe da meine erste Offerte oder Projekt habe ich erstellt. Ich würde da gerne eigentlich meine SIA-Schnittstelle, die ich ja vom Kunden bekomme, beziehungsweise oder ich sie mir hole in einer Ausschreibung. Und würde als erstes gerne einen LV-Import vorne, die SIA-Schnittstelle. Da haben wir einen Button eingebaut, damit das ein bisschen einfacher gestartet werden kann. Dann geht mir eigentlich die Maske auf. Da sehe ich meine Parameter, die ich auch verändern kann, was will ich mit übernehmen von meiner Datei und was nicht. Jetzt holen wir mal unsere Datei. Da habe ich eine vorbereitet. Und eigentlich mit dem Blitz, den ich da zur Verfügung habe, kann ich den Input von der SIA-Schnittstelle durchführen. Auf der linken Seite sehen Sie dann, wird automatisch ein Offwert erstellt. Das ist der rote Bündel, der entstanden ist. Entschuldigung. Genau. Darauf kann ich jetzt noch natürlich sagen, wer ist mein Kalkulator für die Baustelle. Dementsprechend ist es der gleiche Bauführer bei mir jetzt. Den Kunden kann ich anwählen. Ich kann auch in die Auswahlliste rein, kann sagen, ja, jetzt nehme ich mal keine Rolle, statt Ilnau und tue jetzt mich als Kontakt rein. Ich könnte da weitere Informationen mitgeben, könnte auch anders klassieren. Die Klassierungen stehen uns zur Verfügung für Auswertungen dann schlussendlich. Genau. Jetzt gehen wir mal schauen, wie unser Leistungsverzeichnis aussieht. Da sehen wir jetzt, ist es ein bisschen eng, weil ich halt einen kleinen Bildschirm habe. Ich hoffe, Sie sehen es dann trotzdem noch gut. Und sonst bitte melden. Ich habe hier jetzt eigentlich meine Struktur. Die sieht so aus. Ich kann da schrittweise eigentlich alles öffnen, wenn ich es möchte. Ich kann aber auch mit Suchen und mit dem Pfeilchen runter auf die nächste Leistungsposition. Ich sehe meine Positionen mit den Gliederungen, die eingefügt worden sind, gemäss SIA.
und kann jetzt anfangen zu kalkulieren. Die Kalkulation funktioniert so. Wir können Analysen zuweisen. Das funktioniert über den Button, den ich hier habe. Ich kann mehrere Analysen erstellen, neue anpassen etc. Gleichzeitig kann ich auch Referenzaufträge holen und kann sagen, ich hätte gerne die Analyse, die ich in einem anderen Projekt schon mal vorgenommen habe und die übernehme im Projekt. Standardmäßig stehen uns die SPV-Analyse zur Verfügung. Da ist wichtig die Reihenfolge, heisst, der Erste rechnet er als Erstes. Jetzt würde ich mal alle gleichzeitig rechnen lassen, dass mal ein paar Positionen gerechnet wird und Sie sehen, wie das Ganze funktioniert. Da unten kann ich auch sagen, ich möchte bestehende Analyse oder Preis löschen bzw. ersetzen. Das machen wir jetzt. Da fragt er mich noch einmal. So. Genau. Jetzt sehen wir unten rechts, hat er schon etwas gerechnet. Das ist eigentlich mein total exklusiv Mehrwertsteuer. Und das ist inklusiv, was bis jetzt gerechnet worden ist über meine Analyse, die ich jetzt durchgeführt habe. Jetzt gehen wir mal auf die erste Position, die Analyse dahinter hat. Da sehe ich eigentlich anhand von dem, dem Bümbeli, grauen, der soll, sobald die Analyse dahinter an, grün aufleuchten. Jetzt gehen wir mal zu der nächsten Position. Die ist jetzt grün aufgeleuchtet, heisst, ich habe eine Analyse dahinter. Wie sieht die aus? Da wird eigentlich gemäss RMIF gerechnet. Ich habe hier den Lohn, ist da gerechnet worden. Meine Maschinengeräte, Fremdleistungen gemäss dem, wo eingestellt ist auf meinem Analysestand. Genau. Was kann ich anpassen? Jetzt müssen wir da ein bisschen kleiner machen, damit ich ein bisschen Platz habe. So. Ich sehe hier, ich habe Kalkansätze und Mittellöhne dahinter, ist klar. Die kann ich eigenhändig anpassen auf dem Projekt oder im Stamm. Gemäss dem, was man braucht halt. Ich kann da direkt reinspringen, eigentlich auf meine Mittellöhne, könnte ich auch anpassen. Aktuell sehen wir, die Preisbasis ist bei 33,88. Ich könnte jetzt da sagen, mein Anteil ist jetzt für den Vorarbeiter 1,5 und nicht 0,7. Dann passt er mir automatisch den Mittellohn an. Der wird auch automatisch dann als Preisbasis genommen. Das Gleiche kann ich eigentlich bei den Kalkulationsansätzen machen. Das heisst, ich kann da meine Zuschläge auf meine Basiskosten, also auf die 35 Franken, kann ich definieren oder anpassen. Wird auch automatisch hinzugefügt. Gleichzeitig kann ich auch den Leistungswert bestimmen. Ich kann sagen, es ist nicht nur 0,04, sondern jetzt sind wir bei 0,5. Sollen wir ein bisschen mehr darauf rechnen, halt, was man braucht. Gut. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Bauführer bzw. der Kalkulator fertig ist mit dem Rechnen. Die Offerte sollte verschickt werden. Jetzt öffnen wir die mal öffnen und anschauen. Da könnte man noch verschiedene Definitionen verändern, Gestaltung anpassen, was will ich drucken, was will ich nicht drucken, will ich die Gliederung zum Beispiel drin haben oder eher nicht. Ich könnte auch bestimmen, was ist meine Versandadresse. Und wenn ich jetzt meine Offerte anzeige, sollte eigentlich mein ganzes LV drin sein. Geht einen kurzen Moment, bis er da alle Seiten geladen hat. Sieht dann so aus. Auf der ersten Seite habe ich eigentlich die Offerte mit der Zusammenstellung von allen Kapiteln und meine Konditionen, die kann ich auch anpassen. Und dann kommt eigentlich unser LV mit den verschiedenen Kapiteln. So. Gut. Abacus schafft sehr viel mit Ablaufsteuerungen im Abacus. Heisst, wir haben eine Definition.
da unten, was passiert in den nächsten Schritt. Jetzt haben wir den Bauauftrag verschickt, bekommen und würden jetzt eigentlich die Umwandlung zu einem Bauauftrag vornehmen. Dann machen wir mit dem nächsten Status und kann sagen, ist die Offerte akzeptiert worden oder nicht oder muss sie überarbeitet werden. Jetzt machen wir mal ja, wir haben den Auftrag bekommen, würden die gerne umwandeln. Er fragt mich dann nochmal, jetzt können wir die mal umwandeln. Jetzt hat man auf der linken Seite den Bauauftrag. Da wird automatisch ein Werkvertrag generiert und im Hintergrund werden alle Berechtigungen genommen. Da kann man natürlich übersteuern, weil im Werkvertrag sollte man nicht mehr anpassen können. Natürlich kann ich das sagen, doch, ich möchte alle Preise anpassen. Das ist auch kein Problem. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Ausmessen. Gehen wir nochmal das gleiche Projekt. So, gehen wir ins Leistungsverzeichnis und fangen an ausmessen. Das Ausmessen funktioniert auch ganz einfach. Ich kann hier auf die nächste Leistungsposition springen. Ich kann sagen, ich hätte da gerne das erste Protokoll. Und kann hier gemäss Formeln definieren, wie viel. Jetzt mache ich da mal 20 Stück. Mache gerade weiter, in die nächste Position rechnen. Da sind es 30. Und da sind es 40 Stück. Genau. Jetzt würde ich gerne, um es aufzuzeigen, wie es dann in der Fakturierung aussieht, noch ein zweites Protokoll machen. Gut, da unten haben wir eigentlich immer den Stand vom Ausmaß, was bis jetzt ausgemessen worden ist. In der Rechterfassung würden wir dann eigentlich die verschiedenen Protokolle sehen, zusammengefasst. Ich könnte auch jetzt sagen, ich möchte die Position gar nicht verrechnen, dann wird die auch nicht auf die Rechnung kommen. Genau. Jetzt wechseln wir gerade in die Fakturierung rein. Das läuft eigentlich über den Prozess, dass ich da kann sagen, ich möchte fakturieren. Da springt das Programm direkt eigentlich ins Fakturierungsprogramm mit der richtigen Fakturaadresse. Da habe ich die Ansicht eigentlich über meine Positionen, die ich jetzt ausgemessen habe, auf dem Konto. Jetzt sage ich, weil es ja kann sein, dass ich sehr viel Protokoll habe, kann ich sagen, ich möchte nur Protokoll 1 und möchte einen Fakturalauf erstellen, dann macht er mir da den ersten provisorischen Lauf. Provisorisch heisst, noch nicht verbucht in die Debitoren. Den kann ich provisorisch lassen, solange ich das provisorisch lassen möchte. Also es ist nicht so, dass ich gezwungen bin, um den sofort abrechnen bzw. zu verbuchen. Und dann sieht man dann sofort, wie viel das erste Protokoll kostet bzw. was verrechnen wir am Kunden. Jetzt könnten wir die auch gerade anschauen. Ich denke aber, es macht Sinn, dass wir es gerade gleichzeitig auch verbuchen. Jetzt möchte ich schnell schauen, ob das Datum korrekt ist. Kurz einen Moment. Einfach, dass da noch drin ist. Das sollte funktionieren. Gut. Also, jetzt verbuchen wir die miteinander. Das Erste, was er mich fragt, ist, ob ich die wirklich verbuchen möchte, da ich nachher nichts mehr verändern kann. Das ist okay. Und das Nächste ist, soll er die Faktura, die ich jetzt verschicke, direkt ins Dossier ablegen. Das möchte ich auch. Jetzt geht das Faktura-Programm auf, wo ich auch diverse Einstellungen vornehmen kann. Eigentlich genau gleich, der gleiche Vorgang wie die Offerte. Ich kann die Faktura anschauen mit den ausgemessenen Positionen. Genau, da sehe ich eigentlich die ausgemessenen Positionen, die ich habe, wie sich die zusammenstellen und den Kur auf der letzten Seite. Wenn ich dazu mache und alles gut läuft, wird die fehlerfrei verbucht. Genau, was jetzt der Fall war.
Jetzt würden wir noch miteinander das kurz in der Auswertung anschauen. Wie sieht das Ganze aus? Im Abacus können wir eigentlich sofort auf unserer Baustelle die Auswertung anschauen. Wie sieht die Berechnung auf meiner Baustelle aus? Eine Projektübersicht sehe ich. Dann machen wir miteinander. Jetzt müssen wir schnell die Projektnummer holen. Das ist mit dem Ochsbau-Basismandant kommen in dem Fall auch schon einige Auswertungen mit oder Standardauswertungen, die wir wissen, die eigentlich grundsätzlich gebraucht werden, wo eigentlich mitgeliefert werden. Oder? Genau, das Ganze ist ja so, der Ochsbau-Basismandant hat schon diverse Auswertungen für die Kunden aufgebaut, weil die halt immer wieder als Anforderung gekommen sind, was ja noch Sinn macht. Darum sind die schon vorbereitet soweit. Die kann man auch gemäß Wunsch dann auch noch anpassen. Genau, so sieht die aus. Das ist jetzt mein Projekt, das ich da auswerte. Ich sehe da sofort eigentlich meinen Ertrag, den ich drauf habe. Wie, falls sie noch Kosten, Stunden etc. von Mitarbeitern hat oder Abgrenzungen, würde ich die da auch hineinsehen. Und schlussendlich, wie sieht das Ergebnis eigentlich auf meiner Baustelle aus? Das Gleiche habe ich auch bei der D-Berechnung. Da sehe ich ein Total eigentlich über das ganze Jahr zum Beispiel. Kann ich sagen, okay, ich hätte gerne mein Projekt gesehen. Wie ist es gelaufen dieses Jahr? Gehen wir ein bisschen näher. Da könnten wir theoretisch bis zum DB5 aufzeigen in einer Projektauswertung, wie die Baustelle aussieht. So kann natürlich der Bauführer immer wieder seine Baustellen prüfen. Wie sehen die aktuell aus? Laufen sie oder laufen sie eben nicht gut? Genau, gerade in Bezug auf sonstige Auswertungen wird die Abacus sicher auch noch einiges weiter ausliefern. Das heisst, dass man auch eine mobile Auswertung machen kann, sprich Web-Auswertungen mit dem Data Analyzer. Das wird dann entsprechend alles noch hoch, können wir aktuell noch nicht zeigen. Aber Abacus ist da mit Hochdruck dran, auch entsprechende Auswertungen so auszuliefern. Ja, und das Letzte, was ich eigentlich gerne noch zeigen würde, ist das BIM Plus. Also eigentlich die Schnittstelle zu Allplan. Da sieht es so aus. Jetzt muss ich mal schnell meine Modellübersicht finden. Jetzt wird es eben ein bisschen eng mit dem Platz. Ich habe da mal ein Modell vorbereitet. So, jetzt lassen wir mal das Modell anzeigen. Das ist eigentlich mein CAD-Modell, das ich hier habe, das ich jetzt im Leistungsverzeichnis rein haben möchte. Zwei Positionen sind schon drin. Falls ich jetzt den gerade offen habe, kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich gerne die Eisüberdeckung hier sehen. Klicke auf Position, sehe eigentlich, um was es sich handelt, da rein. Sehe auch die Objekteigenschaften, was ist es. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte weitere Positionen in mein LV hinzufügen. Zum Beispiel jetzt das Element. Ich kann sagen, Objektauswahl. Er gibt mir dann automatisch eine weitere Position in mein Leistungsverzeichnis ein. Ja, Abacus ist da fest dran, um die Schnittstelle zu optimieren. Die funktioniert aber schon. Ist eventuell, glaube ich, schon bei 2 Kunden im Einsatz. Genau, da wollte ich einfach nur mich zeigen. Genau, das ist das BIM Plus, das wir vorher erwähnt haben. Jetzt ist vorhin noch eine Frage reingekommen, die Art, die wir vielleicht schnell anschauen können. Und zwar ist die Frage, sie angenommen, der Kunde oder beziehungsweise der Bauherr muss die fakturierte Bauleistung innerhalb von einem Kapitel auf mehrere Anlagen aufteilen oder aktivieren. Das ist die Frage da entsprechend, könnte eine Kapitelsumme bei der Faktura zusätzlich unterteilt werden? Könnte die noch anders ausgewiesen werden? Dass man da die Unterteilungen machen kann. Also heisst das, unterteilen auf verschiedene Fakturadressen, um zu fakturieren? Oder was ist da genau gemeint? Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz präzisieren im Chat. Da können wir gerne noch mal kurz sicher darauf eingehen. Oder was heisst auf verschiedene Anlagen? In Kapiteln einfach unterteilen. Unterteilen in was? Also ich bin da noch nicht so, Entschuldigung, ich verstehe die Frage noch nicht so ganz. Quasi Teilsummen können ausweisen.
Teilsummen von Kapiteln? Also geht es da mehr um Fakturierung oder geht es da um den Bauauftrag? Richtig, es geht um Fakturierung jetzt in dem Sinn, dass man mehr unterteilen kann, dass man eine Teilsumme ausweisen kann oder nur die einen Kapitel entsprechend kann fakturieren oder was man da für Möglichkeiten hat bei der Fakturierung. Also in der Fakturierung habe ich sehr viele Möglichkeiten. Das heisst, ich kann einfach gemäss Ausmaß, also ich kann auch mehrere Protokolle pro Kapitel machen, spielt ja nicht so eine Rolle, wie ich das dann führe. Ich kann es jetzt schnell aufzeigen, dann würde ich eigentlich im Leistungsverzeichnis würde ich die verschiedenen Kapitel anwählen, würde die Positionen ausmessen, gemäss Kapitel 102, das ist jetzt nur das Beispiel, und würde da eigentlich meine Position erfassen. Ist da die Frage beantwortet? Ich hoffe, sonst ist mal die nächste gerade noch reinkommen, dass ihr anschauen könnt. Und zwar ist, wie sieht der Stellbezug zur Rechnung im Projektcontrolling aus? Stellbezug, was muss ich da verstehen? Ich könnte Sie nochmal die Frage ganz kurz präzisieren. Die andere Frage von vorher hat sich erledigt, dass Sie so weit gut hast können beantworten, entsprechend, wie es mit der Fakturierung aussieht. Genau. Falls noch weitere Fragen sind, stellen Sie die gerne jetzt im Chat. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, wo wir die dürfen miteinander beantworten. Ich habe jetzt mit meinem Mandant habe ich aktuell keine Materialien erfasst. Das heisst, wir müssten das mal miteinander, nehme ich an, eher in einer Sitzung mal anschauen, falls das gewünscht wird, dass man da einen parat macht mit dem Material. Dort auch Material erfasst im LV rein. Das ist auch kein Problem. Wir können im Hintergrund eigentlich in der Auftragsbearbeitung über Materialien arbeiten. Das machen auch viele Kunden. Die kann man auch im LV erfassen. Ist aber jetzt in diesem Mandant nicht so angedacht. Gut. Gerne. Dürfen Sie noch weitere Fragen stellen? Danke vielmals für die zwei, die jetzt da entsprechend schon reingekommen sind. Ich glaube, die haben wir so weit mal in dem Sinn können beantworten, dass sie ein bisschen Anhaltspunkte haben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz noch zurück auf die Folie, können aber sicher am Schluss auch noch mal weitere Fragen beantworten. Möchtest du uns nämlich nicht näher lassen, auf noch weitere Webinare und Online-Fachseminare hinzuweisen. Das eine haben wir eben entsprechend schon erwähnt. Könnt ihr sich schon mal im Kalender markieren, werden wir Ihnen den mobilen Tagesrapport, also die App entsprechend und wie das nachher entsprechend im System alles funktioniert, wie es auf der Baustelle Tagesrapport gerade mobil erfasst werden zeigen. Das ist am 11. Mai. Falls Sie auch noch Immobilien führen, zeigen wir Ihnen auch noch das Abo-IMO von unserem AXE-IMO, von der Gesamtlösung her. Wir haben das auch noch Provis, also wenn Sie im Bauprojektmanagement tätig sind, auch dort noch Lösungen, die wir Ihnen würden vorstellen. Digitale Rechnungen natürlich. Und dann haben wir auch noch Online-Fachseminar, wo wir das CRM von Abacus vorstellen. Und dann für die, die sich auch noch für HR-Themen interessieren, haben wir auch noch ein spannendes Fachseminar, wo alles rund um die Digitalisierung der HR-Prozesse sich dreht. Gut, sind soweit keine weiteren Fragen mehr reingekommen. Falls Sie noch Fragen haben, müssen Sie sicher noch ein paar Minuten um, stellen Sie die ruhig im Chat rein. Wenn sonst aber nichts mehr kommt, würden wir uns entsprechend verabschieden. Wir danken Ihnen vielmal für Ihr Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, Sie haben einen guten Einblick bekommen, was Abobau alles bietet. Wie gesagt, wir haben Ihnen jetzt heute einige Ausschnitte gezeigt. Da könnte man noch stundenlange Demos machen und Möglichkeiten von Abacus alles aufzeigen. Sollten Sie jetzt Fragen natürlich haben, stellen Sie die jederzeit gerne entsprechend entweder an Ihre Betreuung oder kommen Sie auf uns über die Zentrale oder auf verschiedene Kontaktwege auf uns zu, werden wir Ihnen auch sicher gerne auch in Einzeldemos nochmal den ganzen Umfang vom Abobau können vorstellen oder wie das Accepti-Projekt funktioniert. Dann möchten wir uns ganz herzlich bedanken, wünschen Ihnen einen ganz erfolgreichen Tag noch, gute Woche und vielen Dank.
Danke Ihnen auch vielmals von meiner Seite. Dann wünsche ich Ihnen auch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Oder miteinander. Vielen Dank.